Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, schon, spricht 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Ein einfaches Modell. Wie viel soll der noch kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Ich zeige Ihnen noch ein Modell. $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nee. Eine gute Wahl, Sir. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig. Verzeihung, was kostet ihr da drüben? Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Etwas teurer und mehr Funktionen? Ich mag den Kerl nicht. Da ist er. Ich zahle nicht. Es war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Okay. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Familien ernähren und diese Androiden nehmen uns.
unserem Platz ein. Maschinen, meine Damen und Herren, sollen uns dienen. Yeah. Und nicht... Bitte beachten Sie die Spezie... Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fang hier unten an, mach dann oben weiter. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Ja, kann ich besorgen. Ja. Bring ich dir morgen. Ja, gleicher Ort, also du weißt wo. Gut. Fernseher an. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort. Oh, Mann!
Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Spielst du gerne draußen? Fass bloß mein Zeug nicht an. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf! Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven.
Weg da! Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Alice im Wunderland. Natürlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gern hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Was ist mit deiner Mutter? Kommt sie bald heim? Was machst du da? Ich spiele. Du spielst? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb.